can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? Yo, was geht ab? Was geht von meiner Kamera? Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist der letzte Tag heute hier. Ich wollte drei Sachen noch ansprechen, warte. Die App von Laura mit den Schritten heißt Steps mit Z am Ende. Eine Freundin passt auf meine Katzen auf, weil da auch voll viele nachgefragt haben. Scheiße, und was war das dritte? Laura ist die Beste. Ja. Ist sie als Dings. Kacke, was soll ich denn noch gesagt haben? Weiß ich nicht. Vanessa ist heute Nacht geschlafen. Ne? Ja, willst du es erzählen? Ich werd so wach. Und Vanessa sitzt so auf dem Bett und ich dachte, sie zieht sich irgendwas an. Habe ich sie gefragt, wo willst du hin? Sie so, aufs Klo. Ich so, okay. Und dann findet sie aber irgendwie hier am Nachtschrank. Ne, am Boden. Ach so, am Boden, okay. Dann fragt sie so, ja, was machst du da? Ja, ich such das Kabel. Und dann ich so, ja, soll ich die Lichter machen? Aber ich hatte hier kein Licht. Dann habe ich hier geleuchtet mit meinem Handy. Und dann irgendwie meinte sie so, ach egal, hat sich wieder hingelegt. Das nicht verstanden. Ich habe das beim besten Willen nicht verstanden. Ich auch nicht. Ich wollte irgendein Kabel und dann aufs Klo. Ja, ja, ich habe manchmal so nachts solche Effekte. Machst du nichts? Meine Taschen werden rausgerissen. Na klasse. Jetzt. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall noch flott was einkaufen in einen Supermarché und dann fahren wir auch schon. That's it, das war's in Paris. Ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen wollte, ich habe keine Ahnung. Ja, wir gehen jetzt einkaufen. Tschüss, Eiffelturm. Er erwartet uns schon wieder. Der Triumphbogen. Und wir sind gerade auf der Champs-Élysées. Wir können Glück haben, dass er jetzt noch nicht so voll eventuell ist. Damals, als wir angekommen sind, vor drei Tagen. Wir müssen den Kreisverkehr an der 6. Ausfahrt verlassen. Ja. Also eigentlich einmal geradeaus rüber. Ja. Aufgeregt? Come on. Ja, gucken wir mal, was das gibt. Ja. Los geht's. La Grande Armee verlassen. De la Grande Armee. Ich kann mir das gar nicht mit angucken, ehrlich. Komm mal rein! Wow! Go for it! Go Forest! Ja, doch, das ist entspannt gerade. Noch? Ja, so lange geht der nicht mehr. The Chrysler. Hier kannst du einfach fahren, wie du willst. Ich könnte jetzt wahrscheinlich auch rückwärts fahren und es wird keinen jucken. Richtig. So entgegengesetzt. Da müssen wir da noch nicht, sondern die nächste. Ja. Aber die wollen ja alle raus. Pass auf. Vielleicht gibt es ja doch irgendeine Anordnung. Die gilt nicht für Ausländer. Ich bin Ausländer. Oh. Vor allem die in den Kreisverkehr reinfahren. Eigentlich ist das bei uns ja so, dass man warten muss, wenn man in den Kreisverkehr reinfährt. Hier ist andersrum. Hier wartet der Kreisverkehr. Und da hinten ist, da das ist raus, La Défense, ne? Glaube ich. Nee, da. Da. Oh, hier ist noch so eine kleine. Welche ist denn das da? Fahr einfach da rein. Ich fahr einfach. Ew. Ja, ich glaube, jetzt haben die rot, jetzt können wir wieder fahren. So. Oh, guck mal, wie schön frei die Straßen sind. Und es ist so mega bombiges Wetter, wirklich. Das ist mega schön. Wir hätten doch in den Asterix-Park noch gehen sollen. Kannst du sagen, was los ist? Was ist los? Vanessa muss ganz dringend pipi und die nächste Tanke kommt erst in wie viele Kilometer? 19. In 19 Kilometern leider. Das ist nicht förderlich, wenn die Huckel auf der Straße sind. Vanessa hat nämlich zu viel Monster getrunken. Ah ne, guck mal da, was in 1000 Metern kommt. Aber das ist nur ein Baum. Das, ja, das, da kannst du am Baum pinkeln. Richtig an dem Baum. Wie so ein Hund. Ja. Ja. Wir fahren jetzt noch ungefähr, ich weiß nicht, kann man das sehen? 4 Stunden fahren wir noch, wenn alles gut geht. Nur der Baum. Oh, es ist belastend, ich muss pinkeln. Ja, schaffen wir. Scheiße. Bis später. Hello and welcome back home.
Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen, habe Laura zu Hause abgesetzt. Die Fahrt war total okay, also alles Gott sei Dank wieder super entspannt, so wie die Hinfahrt. Hat alles sehr gut geklappt. Nur ich habe jetzt erstmal die Schnauze voll vom Autofahren, so 12 Stunden in 3 Tagen, beziehungsweise noch mehr. Ist ein bisschen Ja, jetzt werde ich erstmal alles hier auspacken, aufräumen, mit den Katzis schmusen. Denen geht sehr gut, war alles gut. Und es ist jetzt um 5:30. Oh, mein Vlog muss ich hochladen. Scheiße, das darf ich nicht vergessen. Ja, und dann muss ich mich fertig machen und um 10 auf der Arbeit sein. Ja, das ist der Plan. Vielleicht schminke ich mich gleich noch ein bisschen Halloween-mäßig, wobei ich so auch schon gruselig genug aussehe. Ja, das ist der Plan. Letztes Jahr bin ich ja so gegangen an Halloween. Das war mega, mega geil. Mit so einer getackerten Nase. Aber dieses Jahr aufgrund von Zeit- und Materialmangel habe ich das gemacht, weil es relativ schnell ging und nicht viel Material braucht. Einfach so ein paar Steinchen und weiße und braune Farbe. Von daher, das habe ich jetzt gemacht. Und ich bin ein bisschen im Stress. Ich muss jetzt nämlich arbeiten gehen. Können wir ja gerne mal in die Kommentarbox schreiben, wie ihr das findet. Habe ich übrigens bei Dagi wie gesehen. Fand ich ganz geil. Und das habe ich gemacht. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zur Arbeit. Sieht ein bisschen komisch aus, ohne Augenbrauen irgendwie, ne? Dünn, 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 dünn. Halloween-Modus und gruselige Verkleidung. Nein, Quatsch, keine gruselige Verkleidung. Wieso sehen meine Lippen denn aus? Sieht aus, als hätte ich... Weiß nicht. Hier hast du Wackelpudding. Ja, hier hast du Cola. Ich habe dir... Wir tauschen. Oh, hier, ich habe... Vanessa gerade... Wackelpudding gekocht. Ich habe keinen Schwarm. Ja, sicher. Hier, dann nimm einen vom Zutzfelsen. So, nach ganz langer Zeit bin ich mal wieder hier in deinem Video zu sehen. Du hast bestimmt noch viel gefilmt, ne? Geht eigentlich. Komm, hier aussehen. Ah, du hast ein bisschen geschminkt. Hast du schon deine Schminke gezeigt? Mhm. Ja, ein bisschen Wackelpudding. Nee. Junge.
Geht eigentlich, ganz klar. Was? Na, Wackelpudding. Achso, weil ich hab gefragt, wie sehe ich eigentlich aus? Achso. Und dann hast du das gesagt. Keine. Hör auf! Das habe ich nicht gehört. Geht eigentlich, ist ganz geil. Ja, also ich werde jetzt, ne? Was denn? Hast du schon Kommentare kommentiert? Mm-mm. Oh, dann machen wir das doch. Oh. Von welchem Video denn? Wackel Ebbelmusik an. Nein, wir beeilen uns. War das ein geiles Geräusch? Ja, das ist wahrscheinlich mehr noch ein bisschen. Wackel Ebbelmusik. Oh, ich you. Oder was? Mach auch mal. Nee, kann ich. Ekelig. Kommentare kommentieren. Oh, du 8 Kommentare. Also ich kann deine Videos auf dem Handy findest ohne Probleme gucken. Ich schön geschminkt. Okay, das sind keine Kommentare. Hallo. Ja, super, ja. Finde ich gut. Wie, das sind keine Kommentare? Also 8 Stück. Ja, der kam ja auch später online. Es geht dann um die, mache eine französische Candy Challenge. Ach, das wollte ich gesagt haben. Wir waren dann im Supermarkt. Mhm. Ah, es gab nichts Spektakuläres. Also ja, es hätte sich überhaupt nicht gelohnt. Wir müssen wieder eine drehen. Schon besser. Schon besser. Boah, das Stück war voll hart. Und voll. Boah. Hm. Es gibt keine Kommentare, kommentiert würden die Kommentare. Hast du die von vorgestern kommentiert? Ach, gar keine Kommentare. Ah, okay, der Antrag hast du geheiratet. Ja, kriege ich in mein eigenes Intro mal langsam? Mm-mm. Ja, yo. Das war auch voll hart, ja. Voll hart, ja. Willst du noch, sonst werfe ich das gleich weg. Ja, okay. Ich hab auch mal eine Lippe. Saug es ein. Mhm. Boah, irgendwie eklig, wenn das so hart ist, ne? Mhm. Dann ist das so. Mit welcher App macht Laura das eigentlich mit den Schritte zählen? Steps. Das habe ich heute schon erwähnt im Blog. Ja, und dann habe ich es nochmal erwähnt. Ich will nicht kommentieren. Komm, wir quatschen so ein bisschen über Gott und die Welt. Ich bin Gott. War schön. War schön. Hier sind wir. Ach ja. Tja. Ich bin nicht Halloween geschminkt. Ja, warum eigentlich nicht? Ich hab nichts. Hättest du was gesagt, hätte ich dich geschminkt. Tja, ich dachte, da denkst du vielleicht mal mit, bringst du dein Dingens mit. Spinnst ja. Aber nein. Es dauert viel zu lange. Letztes Jahr war ich ja in der Notaufnahme nach Halloween, weil ich mich geschnitten hatte. Da weiß ich gar nichts von. Ja, das war auch spontan, weil es hat nicht aufgehört zu bluten. Nee, hast du das nicht geplant? Nee, also letztes Jahr habe ich nicht geplant. Das meistens 2 Wochen vorher. Nee, ich jetzt nicht aufgehört zu bluten. Und dann bin ich noch ins Krankenhaus gefahren und meinte, ja, nee, ist so verdreckt und zu alt, die Wunde jetzt. Jetzt können wir es nicht mehr nähen, aber ich ein starkes Pflaster bekommen. Wow. Die hätten sonst bestimmt mit einem Stich oder 2 Stichen genäht. Freunde der Sonne. Der Vorhang bewegt sich. Guckst du dich gerade selber an? Ja. Oh. Ich guck mich geschminkt. Hast du mein selbstverliebtes Selfie gesehen, was ich bei Instagram gepostet habe? Ja, du willst eine Werbung machen. Was heißt Werbung? Für dein Instagram. Ja, oh, edit mich doch mal auf Instagram. Das ist hell. Das ist viel zu hell. Ich muss kurz dunkler machen und dann muss ich kurz nochmal Self-Promo machen. Kannst du auch mal liken. Ich like das gleich. Hier, folgt mir auf Instagram. Da, so heiße ich. Da. Warum sieht man das nicht? Bitte Fokus hier. Da. Ja, was machst du? Achso, du willst deinen Namen nur zeigen. Ja, was soll ich sonst zeigen? Das hier? Foto. Nee, das ist mir unangenehm. Oh. Ja, klar. Was soll ich liken? Komm, wir gucken mal. Mich. Happy Halloween. Oh, komm, wir snappen einen. Snap, snap zusammen. Das musst du eigentlich nicht alles filmen. Ach so. Oh, das wird zu lang, dann musst du wieder rausschneiden, ne? Dann mach ich einfach kurz Pause und filme mich gleich alleine, wenn ich nicht mehr von dir so zensiert werde. Man muss nur anfangen. Um 12, oh, okay. Glaube ich. Dann film gleich, wenn ich arbeite. Jetzt habe ich mich abgesplittert von Vanessa, aber weiß gar nicht, was ich filmen soll. Deswegen grüße ich dich einfach nur, Vanessa, wenn du den Vlog schneidest. Hallo, viel Spaß dabei. Hello. Gut, ich habe mich gerade ein bisschen selber erschrocken. Ich bin jetzt wieder zu Hause und ich kann nicht mehr. Ich bin so müde. Ich werde mich jetzt einfach nur noch abschminken und ins Bett fallen. Ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag. Wir sehen uns morgen, beziehungsweise für mich gleich wieder. Gute Nacht. Bis morgen.